Der Müller ist schon einmal 47. Set. So, alles gut weggekommen. Wie geht man es an? Nicht zu forsch ist nie ein schlechter Tipp für die abschließende Stadionrunde des ersten Tages. No, Norman Müller. Kess auf der Gegengeraden. Da zieht er ordentlich hinunter. Schauen wir mal, wie lange das gut geht. Jetzt kommt der Franzose innen, außen bekundet Simon Walter allergrößte Schwierigkeiten und steht nach 250 Metern schon ziemlich. Norman Müller mittlerweile überlaufen und Florian Geffroy mit einem guten Finish. Auch noch Carlos Quinin, der jetzt auch auf großer Kämpfer, kämpft sich noch an den Franzosen, aber knapp Platz 2, gute Zeit, 48,54. Das kann sich durchaus sehen lassen. 48,53, das Beste, was er jemals in einem Zehnkampf geschafft hat. Sogar als persönliche Bestleistung ausgeworfen. Da habe ich schon einmal 47,65 mir notiert. Aber das ist zugegebenermaßen auch bei Athleten, die noch nicht so international in Erscheinung getreten sind wie der 24-jährige Franzose aus Saint-Lô, der einmal bisher über 8000 Punkte gemacht hat. Dreimal, aber eben nur knapp drüber. Kann schon mal irgendwie sagen, kleine Veranstaltung durchrutschen den internationalen Ergebnissen. Quinin 48,58. Auch so gut wie noch nie im Rahmen eines Zehnkampfes. 49,59 für Norman Müller. Und Simon Walter 51,71. Das ist natürlich ein bisschen herb. Da verliert er 2,8 Sekunden auf seine Leistung im besten Zehnkampf. Also die Schweizer präsentieren sich hier nicht überragend. Will heißen, gemessen an ihren Möglichkeiten, dass die hier nicht zum Favoritenkreis gehören, war klar. Aber 51er Zeiten über die Stadionrunde sind in Blickrichtung WM-Ticket mit Vorsicht zu genießen.